Eins scheint sicher, da wird jemand ziemlich auf die Mütze bekommen, weil er schlichtweg falsch liegt angesichts der nahenden US-Wahl, weil bestimmte Erwartungen enttäuscht werden. Da wird es Sieger geben, nämlich Marktsieger und Marktverlierer, denn wir haben an den verschiedenen Märkten ziemlich verschiedene Signale, was jetzt nach der US-Wahl passieren wird. Wir haben ja grundsätzlich drei Anlageklassen, die Aktienmärkte, die Anleihemärkte und die Devisenmärkte. Die Kryptowährungen lasse ich jetzt mal außen vor, weil die schlichtweg sehr klein sind und da nicht wirklich eine große Rolle spielen. Und wir sehen an diesen drei Märkten ziemlich verschiedene Signale, vor allem was die Anleihemärkte betrifft. Und die Devisenmärkte sind ja viel größer als die Aktienmärkte. Also da wird es Turbulenzen geben, so oder so, weil bestimmte Erwartungen nicht eintreffen von einigen. Andere werden dann obsiegen und sagen, siehst du, ich habe richtig gelegen und da könnte wirklich Spannendes passieren. Doch der Reihe nach. Wir sehen an den Anleihemärkten vergleichsweise ziemlich große Bewegungen. Wir sehen, dass die Anleiherenditen in den USA, was die Staatsanleihen betrifft, ziemlich deutlich steigen. Wir sind heute schon über 0,86% gewesen bei der US-10-jährigen Anleihe. Das ist immerhin jetzt schon ein doch etwas deutlicherer Sprung jetzt im Vergleich vor ein, zwei Wochen. Und wir sehen, dass die Zinskurve sich versteilt. Wir sehen hier etwa oben die Differenz zwischen der 10-jährigen US-Staatsanleihe und der 3-monatigen US-Staatsanleihe. Die war ja teilweise sogar im Februar schon mal negativ gewesen. Jetzt sind wir wieder deutlich höher, sind wir bei 0,77%, und das ist gut für die Banken, denn das bedeutet, ja, man kann mit der sogenannten Fristentransformation wieder Geld verdienen. Man kann also kurzfristig Geld ausleihen und es dann langfristig verleihen, und da das kurzfristige Geld ausleihen billiger ist als die Zinsen, die man einnimmt für die länger laufenden Kredite, die man hier ausgibt, macht man eine Marge, macht man Profit, und das spiegeln die Banken wieder, die wir jetzt im Aufwind sehen. Wir haben richtig starke Zahlen, nicht nur von den Banken, heute zum Beispiel Barclays, sondern wir sehen auch die Kursperformance der Banken seit einigen Tagen sehr, sehr stark. Und wir sehen, dass hier der XLF, das maßgebliche ETF für US-Finanzwerte, in Relation zum S&P 500 jetzt ausbricht, nach oben ausbricht, eben weil die Anleiherenditen steigen und damit für die Banken wieder mehr Geld zu verdienen ist. Das ist also die Botschaft der Anleihenmärkte, steigende Renditen. Warum steigen die Renditen? Nun, weil man davon ausgeht, dass Joe Biden die Wahl gewinnt und die Demokraten insgesamt einen Sweep schaffen, also Senat erobern, Abgeordnetenhaus behalten und den Präsident stellen. Und da ist die Logik dann, okay, dann bekommen wir Stimulus, einen größeren Stimulus, als wenn wir einen republikanischen Präsidenten haben. Und dann wird die Inflation irgendwie anziehen, dann wird mehr in die Infrastruktur investiert. Das wird sozusagen dazu führen, dass dann eben die Renditen weiter steigen. Das nimmt man jetzt vorweg. Also man kann sagen, die Anleihenmärkte wetten ganz klar auf einen klaren Sieg von Joe Biden und den Demokraten. Wir sehen also, dass jetzt hier zum Beispiel auch die Zinskurve 5-jährige, 30-jährige deutlich nach oben geht. Und Charlie McEligot hat klar gemacht, okay, da ist also eine ziemlich klare Positionierung der Fall. Jeder erwartet eine weitere Versteilung der Zinskurve, also praktisch, dass die Renditedifferenzen zwischen kürzer laufenden und länger laufenden Anleihen sich vergrößern werden. Jeder erwartet ziemlich großen prozyklischen fiskalischen Stimulus, sprich die Demokraten gewinnen. Deficit Spend, also dass das Defizit der USA größer wird, erwartet man, dass in die Infrastruktur investiert wird, und letztendlich erwartet man auch, dass wir eine große Erholung sehen, wenn dann dieser Impfstoff da ist, wenn er denn irgendwann kommt im Jahr 3721. Aber das sozusagen ist die Erwartung, die vor allem an den Anleihenmärkten gespielt wird. Schauen wir uns mal an, wie sozusagen Anleiherenditen sich entwickelt haben, wenn wir aus einer tiefen Rezession kamen, wie das ja jetzt durch die Corona-Krise der Fall war. Da sehen wir die Anleihenrenditen, hier die dunkelblaue Linie, da verhalten wir uns ziemlich typisch eigentlich für den Durchschnitt seit dem Jahr 1960. Man hat eine Wirtschaftskrise, dann fallen die Renditen für Staatsanleihen, dann geht es wieder nach oben, dann steigen diese Renditen. Wir hatten heute starke Zahlen, nicht nur aus Europa, sondern auch aus den USA, was die Einkaufsmanager-Indizes betrifft. Doch dazu gleich
mehr. Wir sehen also hier, die Anleihemärkte spielen schon eine gewisse Konjunkturerholung, verbunden mit einem Sieg von Joe Biden. Wenn wir jetzt uns die Wahl mal anschauen, die jetzt ansteht, dann machen, glaube ich, viele Trump-Anhänger den Fehler, dass sie sagen, ja, die Auguren, die Prognostiker, die Demoskopen, die haben sich geirrt 2016, indem sie Clinton klar vorne gesehen haben und Trump hat dann doch die Wahl gewonnen. Also wird das wieder passieren. Aber da ist ein entscheidender Unterschied, nämlich der, dass 2016 ja weder Clinton noch Trump vorher Präsident war, weil praktisch Obama ja 8 Jahre schon Präsident war und dadurch abtreten musste. Jetzt haben wir die Situation, dass wir einen amtierenden Präsidenten haben. Und bei amtierenden Präsidenten ist die entscheidende Größe in der Demoskopie die sogenannte Job Approval, also wie viele Leute, wie viel Prozent der Leute sagen, der macht einen guten Job, wie viele Leute sagen, der macht einen schlechten Job. Wir haben derzeit die Situation, dass nach Gallup-Umfragen, die sozusagen auch einen Mittelwert aus anderen Umfragen bilden, wir bei Donald Trump eine Job-Approval, eine Zustimmung haben von 43%. Das ist historisch gesehen nicht so wahnsinnig hoch. Hier unten sieht man ein Vergleich etwa mit anderen Präsidenten, da sieht man zum Beispiel, Carter hatte 37%. Normalerweise steigt dann kurz vor der Wahl nochmal diese sogenannte Job Approval, also dass sozusagen dann die Zustimmungswerte nochmal ein bisschen nach oben gehen. Trump, wie gesagt, bei 43%, wenn da noch 2 bis 3% dazukommen, wäre er so bei 46%, und das wird ganz, ganz knapp. Das ist normalerweise zu wenig, um eine Wahl zu gewinnen. Obama hatte, nachdem er 4 Jahre im Amt war, dann 50% zunächst vor der Wahl an Job Approval und hat sich dann nochmal ein bisschen gesteigert auf 51%, und es hat damals eben gereicht, um die Wahl zu gewinnen. Also großer Unterschied zu 2016, wir haben jetzt einen amtierenden Präsidenten, das hatten wir 2016 eben nicht. Und wir sehen, dass jetzt wahnsinnig viele Leute schon Early Votes abgegeben haben, entweder durch Briefwahl, da haben wir schon 35 Millionen Briefwahlzettel, die eingegangen sind. 15 Millionen haben dann persönlich gewählt in den Bundesstaaten der USA, wo das möglich ist. Ist nicht in allen möglich, aber in einigen. Insgesamt haben wir jetzt also schon 50 Millionen Stimmen, die abgegeben worden sind. Das ist sehr, sehr viel mehr als 2016. Das unterscheidet sich also doch durchaus auch von dieser Wahl 2016. Und wir sehen, dass die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft noch nie so groß war, der Parteienlandschaft, während Donald Trump überragende Zustimmungswerte in der eigenen Partei hat, nämlich so hoch wie kein Präsident vor ihm, hat er eine so niedrige Zustimmungsquote bei der anderen Partei, nämlich bei den Demokraten. Kein anderer Präsident war vorher bei der anderen Partei so unbeliebt wie Donald Trump. Das ist auffällig, das zeigt diese Zerrissenheit der amerikanischen Gesellschaft. Und wir haben natürlich kurzfristig das Thema Stimulus. Wir haben übergeordnet jetzt US-Wahlen und Corona als Hauptthemen, die wahrscheinlich sich noch länger hinziehen werden. Und wir haben kurzfristig das Thema Stimulus jetzt schon vor der Wahl. Ja, nein, da hat jetzt heute Larry Kudlow ein bisschen kaltes Wasser wieder auf die Gemüter geschüttet, indem er gesagt hat, ja, wir sind schon ein bisschen näher als noch vor einigen Wochen, aber es gibt nach wie vor große Differenzen, und diese Differenzen sind eben hier diese Hilfen für die Bundesstaaten und für einzelne Regionen respektive Lokalverwaltungen. Da unterscheidet man sich noch, und das wird sehr, sehr schwer, diese Differenzen zu überbrücken. Lance Roberts bringt es, glaube ich, auf den Punkt, was ist das Problem mit diesen Stimulushoffnungen? Das Problem ist doch, dass wenn man mal diesen Stimulus gibt, dann immer weiter diesen Stimulus geben muss. Das ist so wie mit einer Drogensucht. Wenn ich mal damit anfange, irgendwelche Drogen zu nehmen, die süchtig machen, dann muss ich damit weitermachen, weil wenn ich damit aufhöre, dann habe ich sofort ein Problem. Und so ist es bei der Wirtschaft auch. Wir sehen hier zum Beispiel das, was die Bundesregierung an Social Benefits hier gegeben hat. Das ist ja konstant rückläufig jetzt in den letzten Monaten. Und jetzt ist es erstmal ganz weg, solange eben dieser Stimulus nicht kommt. Und jetzt fangen alle an zu quietschen. Dementsprechend muss der Stimulus also her, sonst hat man schlechte Laune. Aber es ändert eben nichts. Man rettet sich dann nur zum nächsten Stimulus und dann wieder zum nächsten Stimulus. Also wir sehen, das ist letztendlich eigentlich ziemlich egal, ob dieser Stimulus jetzt vor der Wahl kommt oder nach der Wahl, ob er überhaupt kommt. Und das ist vielleicht das große Thema, wo die Märkte sich irren, dass nämlich es einen Sweep geben wird, dass also zum Beispiel die Demokraten alles gewinnen. Möglich ist ja auch, dass zum Beispiel bei
Biden Präsident wird, aber der Senat in der Hand der Republikaner bleibt. Oder dass Donald Trump Präsident bleibt, aber das Abgeordnetenhaus in der Hand der Demokraten bleibt. Und dann haben wir das Gefeilsche wieder von Neuem, weil dann müssen beide Parteien sich auf etwas einigen. Und wenn sie sich einigen müssen, dann geht tendenziell die Summe, auf die man sich einigt, nach unten. Das zumindest lehrte die Erfahrung. Und all das hat auch mit dem Dollar zu tun. Hier sehen wir mal den Dollar-Index und wir sehen die Positionierung in Sachen Dollar. Und da haben wir jetzt eine riesige Trendwende gesehen, was die Positionierung am Markt betrifft. Wir haben nämlich jetzt das erste Mal, dass plötzlich hier man Dollar positiv ist und man war vorher so negativ für den Dollar positioniert wie seit 10 Jahren nicht mehr. Wir sehen also, dass plötzlich jetzt ein paar größere Jungs sagen, oh, der Dollar, der wird nicht fallen, der wird steigen, respektive ihre Short-Positionen auflösen. Würde Biden gewinnen, was würde dann passieren? Das ist die große Frage, das sehen wir hier. Würde Biden gewinnen, dann erwarten die Investoren, dann wird der Dollar schwächer, eben weil größerer Stimulus kommt, weil größere Inflation kommt, weil größere Verschuldung kommt, das würde den Dollar belasten. Ähnlich wie man davon ausgeht, dass eben, oder der Anleihemarkt davon ausgeht, dass die Renditen steigen, praktisch das, was an Zinsen bezahlt werden muss durch den US-Staat, wenn eben Joe Biden gewinnt, eben weil die Verschuldung steigt, weil das Risiko ein bisschen höher wird angesichts der noch stärker ausufernden Verschuldung. Man erwartet also hier, dass der Dollar schwächer wird, wenn Biden gewinnt und die Staatsanleihenrenditen steigen. Jetzt steigen bereits die Staatsanleihenrenditen, das heißt die Anleihemärkte gehen von Biden aus, aber der Dollar wird nicht wirklich schwächer. Wir sehen heute, dass der Euro sich gut hält, hat mit den Daten aus Europa und vor allem Deutschland zu tun, aber an sich ist der Dollar relativ robust und da ist ein Widerspruch zwischen Devisenmärkten, die eben da offenkundig skeptischer sind und den Anleihemärkten, die den Sieg von Donald Trump von Joe Biden schon einpreisen. Die Aktienmärkte, die sind sehr fokussiert noch auf den kurzfristigen Stimulus und wissen noch nicht so genau, was sie tun sollen. Aber kommen wir jetzt eben zu den Daten, die ich schon angesprochen hatte. Wir hatten sehr starke Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland vor allem, aus der Eurozone insgesamt, aber besonders Deutschland, das verarbeitende Gewerbe 58, das ist ein sehr, sehr starker Wert. Aber Abschwächung im Dienstleistungssektor, da hat sich jetzt der Trend noch weiter verschlechtert, seit 4 Monaten rückläufig, während das Gewerbe sich immer weiter erholt. Ähnlich sehen wir das in den USA. Haben wir den besten Wert jetzt beim Market PMI gesehen, also Einkaufsmanager-Index von Market, seit 20 Monaten. Und der Unterschied ist der, dass in den USA die Dienstleister auch gut laufen, also nicht nur das Gewerbe. Das ist ein interessanter Punkt. Und trotzdem sehen wir hier, dass letztendlich die Situation die ist, dass die Jobsuchen nachlassen in den USA. Es werden also immer weniger Jobs gesucht. Dafür gibt es 2 Erklärungen. Entweder die Leute geben auf, weil sie sagen, ich finde ja doch nichts, oder mehr und mehr Leute haben Jobs bereits gefunden und hören deswegen auf zu suchen. Aber das ist hier High-Frequency-Data, das ist also aus verschiedenen Daten gewonnen. Und wir haben auf der anderen Seite, was die Aktienmärkte betrifft, jetzt das erste Mal seit der Corona-Krise oder seit dem März, wo wir so massiv abgerauscht sind nach unten an den Aktienmärkten, dass die amerikanischen Privatinvestoren wieder bullisch eingestellt sind. Es gibt also mehr Bullen als Bären. Wie gesagt, das erste Mal jetzt seit dem Crash im März, dass das der Fall ist. Ist das ein gutes Omen, ein schlechtes Omen? Das ist die große Frage. Also, summa summarum, wir haben die Situation, die Anleihenmärkte sagen, Stimulus kommt. Ob jetzt vor der Wahl oder nach der Wahl, egal. Nach der Wahl wird er größer, weil Joe Biden einen Sweep schafft und die Demokraten sich komplett durchsetzen. Deswegen gehen wir schon mal nach oben mit den Anleiherenditen, denn die Inflation wird steigen. Die Devisenmärkte, der Dollar, sagten, da bin ich mir nicht so sicher. Man wettet jetzt wieder verstärkt auf einen steigenden Dollar, nachdem man kurz vorher den Dollar so abverkauft hat oder so geschortet hat wie seit vielen Jahren nicht mehr. Und die Aktienmärkte sind ein bisschen fokussiert jetzt auf das, was nächste Woche kommt mit den Tech-Zahlen. Insgesamt deutet sich an, dass die Hosse der Tech-Märkte so langsam sich dem Ende zuneigt oder schon vorbei ist, dass also jetzt andere Werte wie Value sich gegen Growth werden durchsetzen können. Das ist ein Trend, der wahrscheinlich angefangen hat und der hat auch mit einer Einpreisung des Siegs von Joe Biden zu tun. Wird das so passieren oder kriegt da jemand richtig auf die Mütze, wird richtig abgestraft und verliert viel Geld, während andere praktisch einen 6er im Lotto haben? Das ist jetzt die Wette, um die es geht. Ich wünsche Ihnen jedenfalls jetzt ein schönes Wochenende. Wahrscheinlich haben Sie es verdient. Ich jedenfalls glaube, ich habe es verdient, gell? Und sage Ihnen Servus und Ciao. Wir sehen uns hoffentlich Montag. Bis dann.